Hallo Leute, willkommen zu einer Folge Let's Play The Forest mit den Yoroki. Ich habe ein bisschen Offscreen gespielt, wie angekündigt. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen Mauer gemacht. Das hier hinten, was wir letztens geschafft hatten, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich habe hier einmal rumgebaut und ja, die Stacheln machen wir dann einmal rum, wenn es soweit ist. Ich habe das Bett fertig gemacht, damit wir speichern können. Und ja, ich habe hier noch die ganzen Sachen hier hingeklatscht und ein bisschen mehr. Ich habe ja auch mit der Hasenfalle funktioniert. Ich muss einfach nur Linksklick halten. Wer hätte es gedacht? Von daher, bad easy. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz zeigen, wenn da gerade ein Opfer drin ist. Jawohl. Ihr habt hier. Und dann quietscht das Ding und dann können wir es töten. So läuft das. Oh, wir sind schon voll mit diesen Dingern. Warte, ich brauche mal kurz einen Stock. Stock, 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 Stock. Nehmen wir den. Und bauen das Nest wieder auf. So, wir müssen aber gleich auch ein bisschen was essen gehen. Ein bisschen was fressen. Dann schmeißen wir hier mal das Feuer an. Ja, wir legen davon drei rein. Müssen die auch mal loswerden. Hier liegt ein Stein. Natürlich brenne ich. Das musste jetzt auch noch passieren. Ja, Eingeborene haben mich jetzt leider noch nicht attackiert. Seitdem ich hier wieder am Baum bin. Kann ja gut und schlecht sein, beides. Oh, wir können was essen. So, wäre es ein bisschen mehr, nur wegen der Ausdauer. Und ich habe mir noch so ein paar Schalen platziert. Ich würde gerne noch so eine Schildkröte holen. Weil das wäre sick. Endlich, da sind sie. Okay. Nee, Schildkröte ging in die Richtung. Am großen Dorf vorbei, nicht wahr? Ich speichere vorsichtshalber. Was auch noch wichtig ist, dass wir Wasser kriegen irgendwoher. Oder generell trinken. So, wie gesagt, ich habe hier jetzt mein Bett. Jetzt zu speichern. Sex. Wir sind Tag 9. Ich weiß nicht, wann die Eingeborenen kommen. Irgendwas mit Tag 30 kann ich mir gut vorschätzen. Oder vielleicht auch noch früher. Ah, wir haben schon wieder so viele Steine. Ey, will ich direkt hier reinklatschen. Hier ist alles voller Steine. Und wieder hin. Aber im Großen und Ganzen läuft das ja alles. Wir kommen voran. So, dann fällen wir dann hier nachher die ganzen Bäume und klatschen ja alles weg. Meine noch eigentlich in diesem Dorf hier vorne so Kanister für meine Kettensäge. Das wäre relevant noch zu wissen. Gehen wir hier runter. So, wir haben hier Stoff. Wir können auch mal hier die Koffer öffnen. Aber wird schon wieder dunkel, ne? Oh, Batterien. Was bist du? Scheint Fleisch zu sein.
Mehr scheint es aber tatsächlich nicht zu geben. Wir gehen weiter in die Richtung. Wir machen eine Fackel. Wir haben einen Stock. Einen Stoff. Zack. Und an das Ding. Das sieht schon gruselig aus. Jawohl. Hat schon was Düsteres so ein Wald. Wir passen noch ein bisschen auf. Hase. Das können wir wegmachen. Die haben ja unsere Fackel. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Hinter uns irgendwo. Oh, hier ist ein Flugzeug. Interessant, hier sind wir gestartet. Kann man hier wieder hoch? Oh, wer kann hier so hoch? Das ist ja cool. Ja, hier, diese ganzen Flaschen nehme ich noch mal mit hier. Bisschen Alkohol, Medizin, das ist ja alles hier genug. Da können wir ja mal ein bisschen was trinken hiervon. Very great. Und weiter in die Richtung. Weil da ist noch die Yacht, ne? Aber da Yacht. Wir brauchen eigentlich nur diesen Felsweg hier quasi folgen, ohne runterzufallen. Oh. Aber wir sehen auch ohne. Katana. Ich nenne es Katana Matana. You are my best friend. Ein bisschen geduckt halten. Ich habe die Schreie des Todes gehört. Die haben Todesangst. Nicht wir, die. Habe die gesehen? Ich kann auch nicht. Jawohl.
Die scheinen aber noch kein Interesse zu haben. Müssen wir aufpassen. War da jemand? Ja, da sind welche. Wir wurden jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist das große Dorf, nicht wahr? Und da hinten gibt es dann gleich auch die rote Farbe. Die können wir uns eigentlich noch snacken. Das Dorf scheint verlassen. Haben wir ja gerade Glück und die sind gerade nicht zu Hause. Scheint so, als wir Glück haben. So, dahin haben wir die rote Farbe. Und Schildkröten dürfte es dann da irgendwo geben. Glaube ich, war so. Die Geräusche werden ja auch immer krasser. Langsam könnte auch wieder Tag werden. Genau, ich glaube, hier hinten haben wir letztens Kröten gefunden. Zwei Stück. Wir brauchen nur eine. So, hier waren die. Hier waren die Kröten. Jawohl.
So. Das hätten wir nämlich schon mal. Als nächstes würde ich sagen, wir haben ja ein bisschen Essen, Trinken mit. Wir können nach einer Höhle suchen. Rüstung haben wir ja auch, Hälfte. Also warum nicht? So, ein bisschen Energie wieder auffüllen lassen. Bisher sind sie alle ruhig. Und es wird Tag. Wenn ich aber noch ein bisschen die Sachen richtig in Erinnerung habe, gibt es auch noch Krokodile. Gibt es eigentlich jetzt inzwischen irgendetwas Besonderes in diesem Eisbiom? Nee, ne? Gibt es nichts Besonderes, oder? Ah, die Map gibt's. Ja, wir waren hier wenig unterwegs. Ist ja gut, dass wir hier mal ein bisschen aufdecken, wa? Oh, hier ist dann jetzt eigentlich das große Loch. Ja, interessant sieht das Ganze bisher aus. Weil mit so Pfeilen wird auf der Map auch gezeigt, wo wir rein können in so Höhlen und so. Also diese Vögel sind cool. Sieht mich mal bitte nicht. Aber ich muss da sowieso hin anscheinend. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Also hier in dieser Umgebung. Laut Map. Map.
Wir können ja mal nach oben gehen und hier mal so eine Runde gehen, wenn das schlau ist. Da gibt es so viele Höhleneingänge. Hier, aber diese eine Höhle, die ist ja so ausgegraut. Seht ihr das? Und nicht so schwarz wie die andere. Heißt, wir waren noch nicht drin? Könnte sein, oder? Also nicht erstmal eine Einladung, diese Umgebung da abzuchecken. Ja, wir essen gleich was. Aber erst, wenn wir angekommen sind. Oh, euch geht's nicht gut. Oh, hier können wir nochmal aufmachen. Hier im Wasser zeigt er mir auch eine Höhle an. Ne, hier oben zeigt mir eine Höhle an. Ne, im Wasser auch. Okay. So, aber laut Map muss ich hier lang. Hopp, 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 lass mich hoch, lass mich hoch. Irgendwie hoch. Ey, 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 hoch! So. So laufen wir direkt darauf zu. Und hier müsste eine Höhle sein. Ja doch, aber hier waren wir doch schon mal drin. Bin ich aber ziemlich sicher, dass wir hier schon mal drin waren. Gespeichert wird erst zu Hause. Doch, hier waren wir, Leute. Das kommt mir alles zu bekannt vor. Ob es denn auch noch irgendwelche Höhlen gibt? Es gibt zumindest eine Art Dorf. So, wir laufen jetzt hier mit der Krabbentechnik hier runter. So, und dieses Gebiet können wir noch erkunden. Da kann ich auch gleich kommen, ob es im Eisgebiet was Neues gibt.
Aber unterirdisch gibt es auf jeden Fall noch Sachen zu finden, weil es gibt ja noch irgendwie zwei Äxte, die ich haben kann. Und ja, ne? Mal schauen, was noch alles zu finden gibt. Die Schlüsselkarte brauchen wir noch. Gibt ja anscheinend zwei Stück, aber weil man braucht ja inzwischen für die Jagd ja auch ein. Ja, Oma, wo läufst du lang? Oma will kämpfen. Oma sieht mich. Oma will kämpfen. Weil sie haben die rote Farbe, also warum sollte er uns angreifen? Wenn wir rot sind, ist er freundlich zu uns, oder? Ja. Aha, da scheint ein Höhlengang zu sein. Direkt vor uns. Ja, hier waren wir noch nicht drin. Okay, der scheint alles abgeschlossen zu sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier aber trotzdem rein. Axt. Jawohl, das sieht ja schon alles sehr suspekt aus. Okay, ich guck mal kurz, was es hier unten gibt. Oho. Ja, wir können ja auch mal runtergehen, um zu gucken, was es hier noch gibt. Aber oben geht es halt auch noch weiter. Alter! Ganz schön krass aus. Jawohl. Das sieht echt krass aus hier.